Hallo nochmal zurück bei GreenTech Live. Wir haben unsere letzte Session nochmal mit der Katrin vom InnoPod. Vielen Dank, dass wir bei euch sein durften, liebe Katrin. Morgen gibt es nochmal ein ganz, ganz spannendes Programm. Da erzähle ich euch nachher was dazu. Jetzt reden wir kurz nochmal über den InnoPod. Also das Innovationszentrum im Herzen Baden-Württembergs. Wie lange gibt es euch jetzt? 2 Jahre, 2,5 Jahre? Offizielle Eröffnung, Inbetriebnahme 1. Oktober 2020. Okay, das sind praktisch jetzt, ja, zwei. Gab es wenigstens einen Sektkorken oder irgendwie? Also der Sektkorken, offizielle Eröffnung, ist in Corona-Zeit gefallen, haben wir dann tatsächlich, also fast jetzt erst ein Jahr her, am 9. Oktober 2021 haben wir die offizielle Eröffnung nachgeholt und da gab es auch Sekt. Sekt, sehr gut, hoffentlich. Und was gibt's so Neues, was ist so passiert? Also wir sind das zweite Mal da, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Da ist bestimmt auch einiges, hat sich so ergeben. Ja, es hat sich dahingehend natürlich mehr ergeben, weil ja diese Corona-Zahlen zum Glück, oder die Inzidenzzahlen zurückgegangen sind. Also wir konnten sehr viel mehr an Veranstaltungen machen. Es kommen jetzt auch mehr von extern, die einfach bei uns Tagungen machen, Workshops machen. Also der Traffic hat sich erhöht. Klar sind die Zeiten jetzt nicht besser geworden, das wissen wir auch alle. Also so auf dem gesamten Gelände sollten ja eigentlich schon so langsam auf RT Unlimited die ersten Gebäude am Entstehen sein. Aber da gab es dann ja Anfang des Jahres dann noch irgendwelche von heute auf morgen Wegfall von Fördermitteln. Dann lag natürlich dem ganzen Energiekonzept fürs große Ganze, liegt ein Handbuch zugrunde. Und da geht es natürlich auch um Energiefragen. Es wurde aber natürlich auch noch ein Teil mit Gas einfach geplant. Weiß jetzt jeder, was passiert ist. Ja, also darum hat man immer mit Corona so ein bisschen diese Verzögerungen. Jetzt mit der gesamten Entwicklung auf der Welt wurde es nicht wirklich einfacher. Ja. Aber was soll man machen? Wir sind trotzdem guter Dinge, dass auch da immer mal wieder eine Lösung kommt. Und ja, also bei uns hat sich's weiterentwickelt. Und wie gesagt, wir sind auch ein Startup. Da gibt's natürlich auch so wieder Konsolidierungsphasen. Also wir sind dran und es gibt spannende Themen und eins ja jetzt auch wie eine GreenTech-Konferenz ist einfach so ein Thema oder sind die Themen, wo uns glaube ich jetzt zukünftig alle noch mehr beschäftigen werden. Bei eurem, also, Bau genauso, vielleicht so gibt es ja die eine oder andere Inspiration auch, ich sag mal, auf andere oder alternative Baustoffe und Verfahren zurückzugreifen. Wichtiges Projekt noch wegen mir auch fürs nächste Jahr, wir machen aller Voraussicht nachher wieder was zusammen, in Kombination mit dem Markus Besch auch. Willst du da noch was dazu sagen? Das ist natürlich für uns auch eine Herzensangelegenheit. Ja, genau. Also wie gesagt, also wieder schön, dass die GreenTech-Konferenz bei uns ist und das Thema, wie gesagt, wird größer werden. Und es war jetzt, also es gibt ja schon immer diese weltweiten Bewegungen mit Klimatons, hat man eigentlich ja noch angedacht gehabt, auch jetzt im Rahmen Abschluss dieser Veranstaltung, aber alles mit zu heißer Nadel gestrickt. Wollen wir jetzt aber wirklich auf Frühjahr 21 planen, haben da jetzt auch schon, also Markus Besch war da jetzt sehr aktiv, also auch schon eine Zusage vom Landkreis, dass sie sich in irgendeiner Form beteiligen wollen, jetzt auch von der Stadt. Wir wollen es tatsächlich auch größer in die Stadtgesellschaft spielen, also mit Stadtmarketing sind da sehr gute Verbindungen da. Ja, dass man zum einen hergeht, okay, so übergeordnete Themen halt bei so einem Klimaton zu bearbeiten, aber durchaus auch, was beschäftigt denn jetzt so die Stadtgesellschaft in Reutlingen oder Reutlingen und Umgebung? Und ich denke, das sind gute Ansätze. Am InnoPod haben wir den Platz dafür, das tun zu können. Und ich denke, das kann man dann einfach schon spielen, wirklich ab, ja, Schüler, Studenten, Hochschule stark, Firmenvertreter. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Runde. Sache. Und du hast ja auch erzählt, es gibt so Education-Programme für Schüler auch. Magst du da was dazu sagen oder ist das noch nicht so spruchreif? Doch, es wird jetzt zum Glück sehr spruchreif, weil wir jetzt, wie gesagt, wir haben einige größere Veranstaltungen gehabt und ich sage immer, Zufälle gibt es nicht. Also wir haben jetzt wirklich eine Dame hier aus der näheren Umgebung, Elektroingenieurin, der das Thema MINT Education sehr am Herzen liegt, also die sich jetzt sehr aktiv einbringen will. Also werden wir jetzt aufbauen, wäre natürlich jetzt in der Vergangenheit, ob Corona auch, nicht wirklich sinnig gewesen, aber jetzt haben wir die Personen dazu, das wollen wir jetzt auch spielen. Ich hatte ja vorhin jetzt ein Telefonat mit der Hector Akademie, die machen schon ein super Programm bei Grundschüler, also wollen wir jetzt auch verbinden, aber dann eben auch weiterführen, also die Altersstufen eben nach Grundschule. Und auch alle Themen bespielen, also sind wir bei Nachhaltigkeitsthemen, also wirklich auch schon bei der kleinsten anfangen zu sagen, man muss nicht immer alles wegschmeißen,
Also macht einfach mal auf mir aus einen Computer, der jetzt halt nicht mehr das Topmodell ist, guckt mal rein, kann man noch irgendwas verwerten, also so auch in Richtung Upcycling. Und dann natürlich die ganzen MINT-Projekte, also Workshops, selbst bis hin nachher Angebote für Kindergeburtstag bei uns zu tun. Und dafür haben wir einfach in unserem Makerspace-Bereich auch ja diverse Gerätschaften. Haben wir einen Lasercutter, haben wir eine CNC-Fräse, haben wir irgendwelche handgeführte CNC-Oberfräsen. Also da kann man tolle Sachen machen. Und dann kann ich schon die Kids begeistern. Die sind ja auch nur neugierig. Und natürlich im besten Fall, dass es halt die Tüftler und Innovatoren der Zukunft werden, noch völlig unbedarft, und die einfach hinführen. Und das ist jetzt ein großes Ziel. Auch mit offenen Tage. Und wie gesagt, da sind wir jetzt einfach dran. Also das jetzt einfach machen, machen, machen. Und jetzt darf man es wieder machen und Zukunft zusammen machen. Und ja, also ist schon spruchreif. Und ich denke, kommen wir jetzt in den nächsten 4, 6, 8 Wochen auch wirklich in die Umsetzung. Sehr schön. Mhm. Also es geht voran. Ja. Wir haben gemeinschaftlich noch ein Event am Donnerstagabend. Mhm. Möchtest du zur Community Night was sagen? Wir haben ja geplant für uns auch, dass wir am Freitag ein Abschlussevent machen. Wir planen ja auch Award-Verleihung. Das schieben wir ins Frühjahr. Das ist leider so, wegen mir budgetär und so war das einfach nicht drin. Und wenn wir es machen, wollen wir es richtig machen. Wir haben aber ein gemeinsames Event. Genau, also was uns wichtig ist, also wir sind einfach hier ein Ort, wo man sich treffen kann. Also ein analoger Treffpunkt. Also für Kooperation, für Innovation, was gehört dazu? Man trifft sich einfach in einem entspannten Umfeld. Also was lag jetzt näher, als dass man einfach sagt, okay, zum Abschluss von der Greentech-Konferenz machen wir einfach unser Veranstaltungsformat Community Night. Was heißt Community Night? Also jeder ist eingeladen. Also ich sage jetzt mal wirklich bewusst jeder. Der muss hier nicht Mitglied sein, der muss nicht Partner sein. Der darf einfach kommen, kann gucken, was gibt's hier, was gibt's dann eben am Donnerstagabend explizit. Haben wir jetzt ja einen tollen Speaker mit Louis Palmer. Genau, also Anmeldung immer noch möglich, also Anmeldung wäre super, über inoport-reutlingen.de. Genau, bei Event gibt's den Anmeldelink. Und dann einfach kommen, gucken, sich inspirieren lassen, austauschen, Bierle trinken, unser Spaceport. Also wir haben ja ein öffentlich zugängliches Restaurant auch, wird auch was zum Essen anbieten. Es gibt ein Freigetränk von uns. Und eventuell Mitglied werden wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Genau, richtig. Also wir sind da als Ansprechpartner. Sponsoren auch. Ne? Genau, Partner, Geld, Mitglieder immer gerne gesehen. Man hat die Möglichkeit, sich auch alles anzugucken. Also auch in die Werkstatt mal reinzugucken, was gibt's hier, Meeting Spaces anzugucken. Ja, und das Wichtigste halt, schwätzen, quatschen, Leute kennenlernen, ja. Netzwerken, und da sind schon tolle Sachen entstanden, und ja, also wir freuen uns über jeden, ja, der noch. Wir gestalten das Programm mit. Genau. Wie gesagt, wir haben den Louis Palmer dabei, der war heute Mittag schon im Call auch, den kann man sich dann auch nochmal natürlich auf YouTube angucken. Und wir haben verschiedene Sprecher, die unter der Woche auch jetzt online zugeschaltet sind. Manche Leute waren heute schon da auch. Morgen kommen Sprecher, die dann auch wieder zur Community Night kommen. Also kommt vorbei, das Thema bringt uns alle um. Und wer auch immer sonst Lust hat, bei der Katrin registrieren. Und wir bedanken uns nochmal und bis morgen. Morgen geht's um 9 Uhr los. Wir haben morgen ein strenges Programm von, wir fangen an um 9.